Hey Leute, willkommen zurück zum Mafia. Wir sollen Morello platt machen. Und dazu fahren wir jetzt zum Theater auf Central Island. Ja, dann haben wir es ja eigentlich schon geschafft, oder? Dann ist der große Widersacher erledigt. Lass mal hier durch. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Vincenzo und holen uns ein paar Waffen ab. Achso, das machen wir mit Sam und Pauli. Nicht alleine. Wäre auch schön, wenn wir mal tatkräftige Unterstützung bekommen und nicht immer alles alleine machen dürfen. Also, die meiste Zeit machen wir echt wirklich alles alleine. So Jungs, wo bleibt der? Ich brauche mal eine Knarre. Hallo Vincenzo! Heute brauchen wir ein ganz schweres Geschütz. Wir pusten nämlich heute Morello um. Na, wie wär's denn mit 600 Schuss pro Minute aus einer guten alten Thompson? Für diesen Job könnten wir aber auch traditionellere Methoden anwenden und eine typisch sizilianische Waffe nehmen. Ey, ich wollte aber eine Thompson. Och Mann. Okay, dann fahren wir halt. Was nehme ich mir denn? Na komm, nehmen wir den Lasseter. Wir brauchen auf jeden Fall mehr als zwei Sitzer. Komm, Pauli, einsteigen. Bus bauen. Hoppala. Morello erledigen. Ich bin ja mal gespannt, du. Creme de la Creme. Da läuft Othello. Ein Shakespeare-Drama. Penner! Gibt ja gleich Penner. Ach ja. Othello finde ich übrigens gut. Das ist ein Stück, das kann man sich echt geben. Genauso wie Faust. Finde ich jetzt auch recht interessant. Lest am besten mal selbst. Okay. Naja, das ist jetzt nicht ganz so weit, aber ich habe ja gesagt, ich werde die Fahrpassagen in Zukunft rausschneiden. Weil das ist schon... Oh, das ist schon, ne? Und dann immer wieder dieselbe Musik. Die nervt langsam so ein bisschen. Ja, spring mal nicht vor die Karre, alte Frau. So sieht's aus. Ja, ja. Ich glaube, ich mache mal Tempomat rein. Zumindest die Strecke. Halt! Polizei! Ich laufe Ihnen jetzt zu Fuß hinterher, ne? Oh nein, da ist die Butz vor mir. Na komm. Die fahren ja recht zügig. Wenn ich da zu nah rankomme, dann verfolgen sie mich. Okay. Das Theater. So, wird das mal grün jetzt für uns, oder? Ja, jetzt. Okay. Ich meine, wie ich über die grüne Ampel fahre, scheint egal zu sein. Guck mal, der fährt dem sogar in die Karre und kriegt keinen Batzen. Wie sagt man? Kein Knöllchen dafür. Oh Gott, diese Musik. Die wird mich echt in meinen Träumen verfolgen, glaube ich. Schon früher aufgehört haben. Es ist die silberne Limousine. Hol sie dir. Verfolger und töte Morello. Oh Gott, jetzt fährt er ja weg. Knall ihn ab. Los. Schnappt euch Morello. Ich mache kurz Tempomat raus hier. Oh Gott. Der ist ja ganz schön schnell. Was hat denn der für eine Limo, sag mal? Oh mein Gott! Ich krieg dich, du Schwein. Jungs, sag mal, wie schießt ihr denn? Ihr habt nicht unendlich Munition. Ich hoffe, das wisst ihr. Komm, Turbo. Hey, Morello. Weißt schon, dass du keine Chance hast, ne? Oh Gott. Was macht er denn? Wo fährt er jetzt lang? Ja, ist klar. Der richtet sich von alleine wieder auf und rast dann mit einem Affenzahn weg vor mir. Komm mal.
Ist schon klar, Kollege. Ist schon klar. Wow. Und klatscht einfach mal alle aus dem Weg. Wo fährt er denn hin? Der fährt raus aus der Stadt. Oh Gott, ich glaube, mein Reifen ist platt. Warum ist mein Reifen platt und seine nicht? Bei dem müsste alles kaputt sein. Befolge und töte Morello. Jetzt ist mein Reifen wieder ganz, glaube ich. Hey Morello! Guck mal, der ist viel schneller als ich. Das geht's doch gar nicht. Bam. Haha. Du Vollhorst. Oh Gott. Wow. Ja, wir sind tot! Ist ja klar! Jetzt mal dreck ich ihn ab. Komm. Ne, der ist echt schnell. Guck mal, den kann ich gar nicht abdrängen. Der ist sofort wieder in der Spur. Was ist da denn los? War das nicht die Abfahrt zum... Okay. Ich krieg dich, du Schwein. Komm, wir fahren gerade Tempo, also Höchsttempo. Und trotzdem zieht er uns einfach weg. Oh nein. Oh nein. Ach, Kacke. Warte, ich krieg dich. Ich fahr jetzt mal quer durch die Pampa. Da bin ich zwar auch langsam im Moment, aber... Hey, guck, ich krieg ihn wieder. So halb. Ich brauche einen Geländewagen. Komm schon. Oh, meine Reifen sind beide platt, oder? Wow. Ich krieg kein Turbo mehr drauf. Ja, er ist uns entkommen. Toll. Mann, kalt. Los. Mach den kalt. Haha. Du Vollhorst. Könnt ihr mal schießen? Oh Mann, ey, das ist dumm, dass die Reifen kaputt sind. Okay, der fährt doch da rein. Warum jetzt auf einmal doch? Da habe ich vor. Was ist? Was zum Teufel ist los? Warum hältst du hier an? Keine Ahnung, der Wagen will einfach nicht. Okay, wir haben ihn fast. Komm, Sam, wir legen los. Boah. Komm, steig aus und lauf ihn hinterher. Vielleicht kriegst du sie ja zu Fuß. Ja, ist klar, wir kriegen ihn jetzt zu Fuß, ne? Habt ihr? Die bleiben einfach stehen. Au. Aha. Was? Oh, warte. Wow. Was macht ihr denn? Komm, steig ein. Wir schießen sie ab. Mach schon, sie hauen ab. Alles klar. Nimm die Thompson. Versuch sie abzuknallen. Okay. Sterbt, ihr Hunde. Die Motoren kaputt schießen. Komm schon, Schrotthaufen. Halte durch. Ich glaube, ich hab's. Die Kiste ist kaputt. Geh kaputt.
Wie will der mit zwei brennenden Motoren starten, sag mal? Sam, schieß! Bastarde! Leg sie um, Sam! Verdammt, Polly! Oh? Wow! Ja! Ja! Wie hast du das Auto repariert? Frag besser Sam. Warum bist du nicht Mechaniker, Sam? Der Job ist mir zu schmutzig. Wow. Schau bei Lukas Bertone vorbei. Soll ich das mal machen? Ah, ich weiß nicht. Da gibt's wahrscheinlich wieder nur ein Auto zu knacken. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so Böcke drauf. Echt jetzt? Wir haben Morello erledigt? Das war ein bisschen... Da kommt doch bestimmt was anderes bei raus. Ich wette mit euch, im Endeffekt hat er überlebt, weil man hat ja nicht gesehen, wie er eingestiegen ist ins Flugzeug. Bestimmt, oder? Der ist bestimmt noch am Leben. So, einfach mal hier schön übers Rollfeld, übers Grün fahren. Wunderbar. Solange uns keiner auffällt, ist alles gut. Komm ich da überhaupt durch über den Gehweg? Oh, nee, komm ich nicht. Wie mache ich das denn? Komme ich jetzt wieder zurück auf die Straße? Hier wahrscheinlich, oder? Übers Grün wieder. Oh, oh, oh. Wow. Nope. Ach, warte mal, da ist seine Limo. Oh, komm, wir holen uns mal seine Limo. Machen wir die Karre aus. Wir holen uns Morellos Limo jetzt einfach und dann fahren wir damit zurück zu Salieris Bar. Von hinten hat es ja was von einem Käfer, ne? VW Käfer. Silver Fletcher. So, so. Sam, was ist los? Glaubst du? Der hängt da irgendwo noch rum. Sam! Glaubst du jetzt? Wow. Sam! Ey, bist du dumm? Jetzt auf einmal, oder was? Komm. Ja, was macht ihr denn da? Das ist auch gar nicht Sam, oder? Der hat doch keine schwarzen Haare. Sam ist blond. Ach, was weiß denn ich? So. Dann auf zurück zu Salieri. Aber ich würde sagen... das lasse ich mal wieder raus, ne? Das erspare ich euch. Komme ich hier durch? Guck mal, das ist echt bescheuert. Man kann nicht... Ja. Nee, man kann hier nicht raus. Ich verstehe es nicht. Kann ich vielleicht hier... Okay. Ich werde rausfinden, wie das geht und dann sehen wir uns gleich wieder. Meine Güte. Und da sind wir wohl. Ich wollte eben echt noch zu Bertone, aber Pauli sagte, ich soll zur Bar fahren, denn er ist müde und ich soll später wiederkommen. Nö, lass mal. Für ein neues Auto mache ich das jetzt extra nicht nochmal. Also hab Verständnis dafür, dass ich jetzt nicht nochmal 10 Minuten durch die Stadt gurken will hier. Ich finde das ein bisschen ermüdend, weil immer dieselben Strecken und immer diese Musik und... Naja. Oh! Nein, möchte ich gar nicht. Deine Werkstatt ist voll. Was nehmen wir denn weg? Crusader, Chrome, Bolt, A. Schubert 6 Rot. Machen wir den weg. So, danke. Ha, krass, dass die echt irgendwann voll ist. Die Werkstatt. Und, meine Garage. Dann haben Sie also Morello umgebracht. War bestimmt ein gutes Gefühl, oder? Wir haben gefeiert. Salieri war natürlich total aus dem Häuschen. Wir kontrollierten praktisch die ganze Stadt. Und das Blutvergießen schien endlich beendet zu sein. Eine Zeit lang fühlte ich mich wie ein König, bis mir eine Sache klar wurde. Wenn ein einfacher Mann wie ich den mächtigsten Mann der Stadt töten konnte, welchen Nutzen hatte dann dessen Macht? Mann, wenn er nicht so mächtig gewesen wäre, wäre er vielleicht noch am Leben. Es schien mir, als gäbe es, egal wie mächtig jemand war, immer jemanden, der mächtiger war und ihn fertig machen konnte. Und wohin führte diese Eingebung? Dass Habgier keinen Sinn hat. Wenn du kein Geld hast, sagst du dir,
dass ein paar Kröten im Monat mehr als genug sind. Dann sagst du, ein nettes Auto wäre nicht schlecht. Ein Mensch muss schon ein Gott werden, um seinen Ehrgeiz stillen zu können. Du kannst aber nur daran denken, Präsident zu werden. Und dann als Präsident willst du einen Krieg gegen Deutschland gewinnen. Gott sei Dank wird das nicht passieren. Dazu kommt, dass die ganze Strategie, auf dem Rücken von anderen Leuten nach oben zu kommen, eine Schwäche hat. Man muss ständig auf seinen eigenen Rücken achten, ob nicht jemand die gleiche Idee hatte. Also dachte ich mir, dass ich meine Prioritäten ein klein wenig ändern müsste. Die Begegnung mit Gott. Lachen Sie ruhig. Sie wissen, wohin mich das gebracht hat. Hierher. Wer ist das? Es ist von 1920. Der alte Mann ist Don Peppone. Die beiden Jüngeren sind Salieri und Morello. Dieses Foto überzeugte mich davon, dass ein solches Leben Gift ist. Morello und Salieri waren Freunde gewesen und beide waren Anführer unter Peppones Regime. Aber in den 20er Jahren ließen sie Don Peppone wegen irgendeines Deals umbringen. Seltsam ist, dass Salieri den Mann heute noch bewundert. Anschließend teilten sie die Stadt auf und jeder regierte seinen Teil davon. Aber sie begannen einander zu bekämpfen. Ich wurde zu Salieris Mordinstrument, das seinen besten Freund Morello tötete, um ihn davor zu bewahren, ihm in die Augen zu sehen. Es wurde mir klar, dass meine Freunde und die Menschen, die ich liebte, genauso waren. Eines Tages würde ich mich zu Pauli umdrehen und direkt in den Lauf seiner Waffe schauen. Ich konnte mich auf niemanden verlassen. Über oder unter mir. Aber sie riskierten jeden Tag ihr Leben. Ihrer Erzählung nach ist der Job als Scharfrichter der Mafia kein Honigschlecken. Wenn man mittendrin ist, ist es anders. Man ist voller Energie und kämpft mit jemandem, der wie ein Bruder ist, um sein Leben. Es sind nur zwei Soldaten, die wissen, was getan werden muss. Und es hängt nur von der Fähigkeit zu überleben ab. Es ist ein Krieg. Das ständige Gefühl, dass man nicht einmal seinem besten Freund trauen kann, ist furchtbar. Der Tod lauert überall. Ich liege nachts wach und frage mich, ob der Witz, den mir mein Freund erzählt hat, wirklich nur ein Witz war. Oder ob er mich auf meine Exekution vorbereiten sollte. Ein Mensch braucht jemanden, dem er vertrauen kann. Der Typ macht mich krank. Er kontrolliert die Hälfte aller Bordelle der Stadt, zahlt uns keinen Cent und behauptet, er würde die Stadt vom Verbrechen befreien. Natürlich gebe ich einen Scheiß auf seine Sprüche. Aber er und seine Nutten versuchen sogar in unser Gebiet vorzudringen. Ich denke, es ist an der Zeit, seine politische Karriere zu beenden. Es dauert noch viel zu lange bis zu den Wahlen. Wir müssen ihn mit Gewalt abservieren. Ich weiß nicht, Boss. Hatten wir nicht für eine Weile genug Gewalt? Ich habe ein seltsames Gefühl bei der Sache. Tommy, wir stehen kurz davor, diese Stadt zu kontrollieren. Er ist der Einzige, der uns noch im Weg ist. Möchten Sie ihn öffentlich erledigen, wie Morello? In der Öffentlichkeit, ja. Aber nicht wie Morello. Denk daran, einen Politiker umzulegen ist schmutziger als einen Gangster ausknipsen. Wir wollen ja nicht, dass uns jemand belastet. Die Spekulationen und die Angst werden unseren Zwecken genügen. Also? Wie sollen wir es tun? Mr. Seward hat heute ein Meeting in einem Park auf einer kleinen Insel bei Central Island. Es gibt nur einen Fluchtweg über eine kleine Brücke. Das wäre normalerweise ein Problem. Aber Vincenzo hat eine Idee. Er hat ein normales Armeegewehr genommen und ein Zielfernrohr angebaut. Also müsstest du ihn aus größerer Entfernung treffen können. Du musst nicht einmal auf der Insel sein. Wo dann? Du kannst ihn von Central Island prächtig ins Visier nehmen. Vom Turm des alten stillgelegten Gefängnisses an der Nordspitze der Insel. Da liegt der ganze Park direkt vor deiner Nase. Und mit dem Gewehr wird es nicht schwer sein, ohne zu viel Aufmerksamkeit dein Ziel zu erledigen. Der Plan klingt nicht schlecht. Schön. Rede mit Vincenzo und hol dir das Gewehr. Okay, Boss. Und denk dran, Tommy. Du musst es aus der Entfernung tun. Und niemand darf dich dabei sehen. Du hast vielleicht nur einen einzigen Schuss. Wenn du ihn nicht sofort triffst, wird er beschützt und der Job ist vertan. Kapiert, Boss. Ach komm, unsere leichteste Übung. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss, Leute. Nächstes Mal geht's weiter mit Mafia. Danke fürs Zusehen und bis dann.